Habe schon wieder einen Tisch zerschlagen. Tja. Ist dir mal aufgefallen, dass die Tische immer anders gedeckt sind? Nö. Weißt du was, ich baue hier extra für dich ein Tischlein, deck dich ein und dir fällt das nie auf. Weißt du, wie fies das ist? Ich bin eine Diva, also du musst schon mehr anstrengen. Ist erstmal ein Snickers. Also, der Axt kann es nie sein. Das bevor sie uns laufen, auf Monsters, Token Carpenters, Hammer und du die drauf. Das geht ja gar nicht. Scheiße, ja, schon mal drin. Boah, das ist ja fies. Wo? Boah, wenn man dann nicht mehr weiß, wo man schon war. Tja, ja. Muss ja eigentlich bloß merken, die Leute, mit denen du schon geredet hast. Ja, toll, aber du gehst ja dann trotzdem irgendwie... Nee. Es war bestimmt die Tusse da mit dem blauen Outfit. Die ist mir einfach... Ach ja, die Feder. Die ist mir einfach viel zu unsympathisch. Die, der ihn gefedert hat. Alfred Hitchcock wird's nicht sein, der hat sich mit den Hühnern beschäftigt. Das ist richtig. Hä? Den habe ich schon grundsätzlich ausgeschlossen, der ist mir sympathisch. Achso, die geben alle beide keine Hinweise. Shit. Sheet. Ich habe wieder plus 60% Mana. Ich weiß es nicht. Edgar. Machst das falsch? Denk mal ohne Ausschreiben. Bei Dellen müsste man sich mal angucken. Edgar, würde mich interessieren. Dellen. Du siehst da bestimmt nicht so. Ich hab alles übereinander geschrieben. Ich auch. Großfette Skeptor. Das kann ich mir leider merken, ja, das ist doch scheiße. Ist das nicht das Teil, was im Garten steht? Was? Das Roasting? Da gibt alles keinen Sinn. Wie kann man das Schwert im Garten gesehen haben, obwohl dort das Roast Battle irgendwas steht? Das ist mir noch nicht ganz bewusst, aber... Was sagt der hier? Klasse. Der Angela war's nie. Scheiße. Was? Der Angela war's nie? Also, der Angelika war's, wenn wir die nehmen. Wo steht das? Das sagt mir der Jarvis the Butler. Das kann nicht sein. Veto, Veto! Ja, also ich hätte ja als Top-Verdächtiger. Ne, jetzt mal ehrlich, auf. Wen glaubst du, wer es ist? Ich kann ja bisher... Du darfst mal raten. Also Waffe, Raum und wer es war. Also bisher kann ich ja eine Frau ausschließen. Also ich denke, es war der Vampir. Aha. Der Bartvampir. Mit dem Rosending. Und ich weiß nicht, was für Räume gibt. Garten, vielleicht im Waschraum. Trophy Room, Liberty, Laundry Room, Storage Room. Sag mal, wie viele Räume gibt's hier eigentlich? 6. Ich hab da alle 6 schon aufgeschrieben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wollt ihr mich verarschen? Auch unten Garten gibt's noch. Den hab ich ja auch. Oh. So. Agathe Power war's auch nicht, die hab ich noch nicht immer gesehen. Alfred war's auch nicht. Dein Peacock. Nee, Hitchcream. Ein Trophy, oder? Storage Room. Trophy Room war's nicht. Ich hätte das systematisch aufschreiben sollen. Hätte ich auch machen können. Wäre auf jeden Fall besser gekommen. So. Ja. Hast du die vorher alle aufgeschrieben, die da sind? Nö. Achso, und dann... Also Angela war es nicht, schade. Scarlet True habe ich glaube noch. Die war es bestimmt. Zumindest bei mir. Ich wette das. So wird's... Also Kitchen habe ich ja schon gestrichen, nee, sie war's, oder? Sie war es nicht. Kannst du das vorstellen? Sie war es nicht. Nee! Sag mal. Hat sich ja gerade zu meinem Top-Verdächtigen entwickelt. Und jetzt kann ich dir sagen, ich weiß, wer es ist. Werden. Glaube ich zumindest. Also einen Hammer kann ich schon ausschließen sogar. Echt? Bei dir ist der Angelika? Ja, ich glaube. Bei mir wurde gleich befreit. Nee, doch nicht. Nee? Zwei sind es noch, der Angelika und noch eine. Oh, das ist spannend jetzt. So, ich kann aber meinen Fall wahrscheinlich nicht ganz so schnell lösen wie du deinen. Das tut mir leid. Du kannst ja offscreen machen. Und was, das schneiden wir dann zusammen, oder wie? Nee, du kriegst nix. Mann.
Ich weiß ja gar nicht, was dann die Abschlussszene davon nimmt. Achso, hier war das. Ja. Naja, ich fight jetzt erstmal gegen den Stuhl, um wieder mal so ein Style-Kale zu bekommen. Ja, ich brauche auch gerade wieder einen. Und ich fight auch gegen den Stuhl. Aber ich finde immer die Skelette drauf schick. Die haben Zylinder und ein Schwert. Ja. Ach, haben die alles Zylinder? Ja, man hat auch einen Zylinder. Cool. Ich dachte, die haben die alle. Und am Ende warst du's. Hm, so wird's sein. Wenn, hab ich den Hammer gegen über den Kopf gezogen, ne? Nein, so, was sagt der? Die Angelika war's, nee. Fuck. Also Plum war's Oni. Wo schreib ich jetzt die Angelika hin? Angelika, ich bin nackig. Und ich stinke volle Bude. Berry. Berry Boo Music Hall. Ist jetzt natürlich blöd, wenn man das übelst verkackt hat, weil dann darf man noch von vorne anfangen. Mhm. Ich muss noch eine Person fragen, kann ich. Also ich habe jetzt den Kunden. Ich weiß nicht, was hier eine Waffe ist. Das ist schlecht. Ich brauch mal einen bunten Stift. Okay. Also der Hammer. Hand of the Polearm. Axe of Indie irgendwas. Hardy Decker. Rose Petal war noch was, ne? Mhm. So. Das sind 5 Waffen. Hab ich also die 6. Waffe, müsste demzufolge die sein. Dann habe ich verschiedene Kunden, hab ich noch. Ich habe einen Trophy Room, ich habe das Kitchen, ich habe die Library, ich habe einen Laundry Room, Public Bad, Music Hall, Garden, Storage Room und ich habe 5 verschiedene Leute. Das muss es. Mir fällt irgendeine Angestellte, die ich noch nie befragt habe. Ich habe nämlich 14. Hinten im Garten? Ja, ganz hinten im Garten ist eine. Das ist eine Angestellte? Bei dem Brunnen. Ah, okay, die fehlt mir noch. Danke. So. Ich habe nämlich 14 Hinweise und 16 Hinweise brauchst du, damit der... Das Blöde an... Ich will bloß mal kurz was dazu erzählen. Das Blöde an der Sache ist... Nein, hier wollte ich nicht rein. Soll ich dir helfen? Kannst du machen. Das Blöde an der Sache ist, man könnte jetzt nicht einfach rausgehen und von vorne wieder reingehen, weil dann... Ja, hat sich das Ganze umgestellt und man darf nochmal von vorne anfangen. Wahrscheinlich. So, bitte sag mir das. Ist auch eine Verschwendung von Strom, oder? Was denn? Die haben innerhalb von in so einem Raum 3 Wandlampen und 2 Hängelampen. Ist doch cool. Und dann noch Kerzen auf dem Tisch. Ja, die Kerzen, das sind Verschwendung. So, also Agathe Peacock war es nicht. Sir Arthur Mustard, den hab ich nicht. Edgar Allan Blum, den hab ich. Alfred hab ich. Scarlett hab ich, war der letzte, glaube ich. Angelika. Der Arthur war's. Ich geh kaputt. Die Axt war's nie. Der Carpenter Hammer war's irgendwie. Kurze Frage, wie viele Räume gibt's? Ich weiß es nicht. Groß. Sag mal bitte 8. Ich weiß es nicht. Slowhound Blade? Hab ich das? Das hab ich nicht. So, Public Bad hab ich. Kitchen hab ich. Storage Room hab ich. Dining Hall hab ich nicht. Trophy Room hab ich, glaube ich, ja. Library hab ich. Garden hab ich. Garden hab ich. Laundry Room hab ich auch. Musiker, hab ich aus den 9. 9? Scheiße, dann fehlt mir nur irgendein Angestellter. You know what? That is a good possibility. Nein, scheiße, er fehlt mir noch. Ist es das jetzt noch? Ist das noch eingestellt? Shit, jetzt darf ich nochmal eingeben. Sir Arthur Mustard. Hier war's Dining Hall und hier was war's? Irgend so ein Blade. Slowhound Blade, glaube ich. Slowhound Blade. Ist irgendwie logisch, oder? Slowhound Blade im Slowhound Inn? Na, no, nicht unbedingt. Es geht ja, das habe ich ja jetzt mitgeriffelt, dass sie die Waffe suchen, die Monster erschaffen oder hergerufen hat. Amazing Slurfing Skills. Young Adventurer, let's go. Apprehend the suspects. Got the suspect.
Ding. I can't believe you denied. How dare you do this to the Slifehound Inn? I would have gotten away with it too if it weren't for your meddling kins. Now, let's see who is really behind all this nonsense. What? Und, da war's? Ein Schrank. Das ist geil. How more? My true identity is revealed. Was? Revealed? An armory? Not just an armory. I am a armor. You really believe that a mere mortal had some magical capabilities necessary to control an animate objects? Fools. But how is this possible? You are an absolute closed case. That I am. I had to transform into a human in order to summon my minions with the magical infused weapon. Do you know how hard it is to hold anything without opposable thumbs? And now, it is time for you to see the durability of an all-oak armor. Ein leerer Schrank. Wow. Ah, oh, lauf! Was ist denn das jetzt? Hier gibt's. Ach, jetzt muss man. Ja. Nö. Ist der stark? Gibt's hier irgendwie was zu gewinnen? Hier sind. Also, Tylosi. Wenn er nicht abgeschaltet hat, was er hat. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt übrigens alle meine Hinweise gefunden. Und zwar müsste es bei mir die Scarlet Rue im Storage Room mit dem Rose Pitter Scepter gewesen sein. Dann kannst du. Und ich probier's einfach mal. Ja. Get the suspect. Oh, ich hab's richtig. Jawoll! Hast du die Cutscene? Ja, es gibt gerade durch. Okay, dann kannst du mir mal hier diesen Raum mit. Also ich habe hier 6 Truhen, also sehe ich zumindest, und jedes Mal, wenn du davor läufst, erscheint sie Kate does not fit this true chest. This is ja irgendwie. Und der Schrank. Was zur Hölle? Und der Schrank ist, ja. Für den Schrank besiegen. Ist ja der Bossgegner, ne? No, das ist der stärkste Bossgegner, den ich kenne. Also da hätten wir Echerion ja locker gebracht. Mustard K obtained. Kann man hier irgendwie. The K doesn't. Scarlet. The K Scarlet K. The K doesn't. Mustard's Costume. Boah, nee, Alter. Aber ich hab Scarlet's Costume am Ende. Ich weiß nicht, wie die aussieht. The Skull. Upgrade. Echt? Meins war kein Upgrade. Echt nee? Nö, guck. Trotzdem cool. Ich hab das rote mit den Totenköpfen. Boah, das ist geil. Ja, aber das Upgrade. Hä, kann man den Schrank bloß immer besiegen? Scheint. Schade, schade, schade. Hat sich's für mich nicht gelohnt. Aber für mich. Das ist ja gut. Ach so. Haben wir gerecht. Wer hätte das gedacht? Ja, okay. Gut. Also, das war doch mal ein nettes kleines Special, oder? Ein netter kleiner Nebenquest-Gebiet. Ja. Zum Schnüffeln und. Beim nächsten Mal werde ich mit einer neuen Klasse auftreten. Wen haben wir hier? Ein Daniel Dean. Der Daniel ja. Dean. Daniel Din. Din. Willkommen, genau. Daniel Din. Genau. Ja, also beim nächsten Mal werde ich ja mit einer neuen Klasse auftreten, da ich ja meine jetzt endlich vollendet habe. Und ich hoffe, euch hat die mysteriöse Slifehound-Info Spaß gemacht. Wait, wo hast denn du Rang 10? Bei mir bist du Rang 9. Ich bin bei mir Match Rank 10. Whatever. Also, ja, also, werden wir euch vielleicht das nächste Mal bei einem anderen kleinen Nebengebiet begrüßen. Und falls wir es irgendwie hinkriegen, vielleicht sogar noch im Nordgebiet, was wir allerdings
erstmal beiseite geschoben haben. Weil, wie ihr selbst mitbekommen habt, wenn ihr die Folge gesehen habt, da ging nichts mehr. Ja, irgendwie irgendwas Spiel, Serverfehler, whatever. Auf jeden Fall werden wir demnächst etwas anderes wieder tun. Und freut euch auf die nächste Folge der Let's Play Adventure Quest Worlds. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tüdelü. Und von mir gibt es auch noch ein ganz warmes Auf Wiedersehen.